Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen wahrscheinlich zugeben, dass dieses Evangelium nicht gerade zu den beliebtesten Stellen in der Heiligen Schrift und im Neuen Testament gehört. Denn wenn wir diese Worte Jesu ernst nehmen, so viele Arme oder so viele Hände und Füße und Augen haben wir nicht, wie wir uns abhacken und ausreißen müssten. Denn mit dem einmal abhacken ist es ja nicht getan. Es zielt dieses Wort auf die Veränderung des ganzen Menschen, des ganzen Menschen. Des ganzen Menschen, weil er zu Christus gehört. Und Jesus deutet an, wie das geschehen muss. Der Mensch, der zu Christus gehört, ist zunächst, und das ist das vielleicht das Wichtigste, was wir zu lernen haben, ein Kleiner. Er gehört zu den Geringen. Wir sind nicht größer als unser Meister und Lehrer und Herr, der sich selber klein gemacht und ein Geringer war auf dieser Erde. Aber die Veränderung findet statt durch Feuer und Salz. Das muss den Menschen verändern. Und zwar bis ins Innerste hinein. Das ist dann mit der Verstümmelung nicht getan, sondern die Verwandlung der gesamten Existenz, so wie Fleisch gepökelt wird, früher jedenfalls gepökelt wurde. Man muss es so lange liegen lassen, bis es ganz vom Salz durchdrungen ist, damit es haltbar ist. Erkennt man das an jemandem, der glaubt, an jemandem, der Christ ist? Gibt es nicht den Blick heute von außen auf uns? Wie machen die das denn? Gibt es irgendeinen Unterschied? Wir sind ja dabei, den Ball flach zu halten, nur ja nicht aufzufallen. Schon gar nicht unangenehm. Was ist, wenn das Salz seinen Geschmack verliert? Womit kann man es wieder salzig machen? Jesus sagt an anderer Stelle, dieses Wort erweitert, man schüttet es auf die Straße. Ja, wir sollten uns nicht wundern, dass wir genau da landen. Die eigene Existenz von Geist und Salz umgestalten zu lassen, ganz von Christus durchdrungen zu sein, ist das A und O. Wenn man in diesen Tagen wieder Sätze liest von Ressourcen, also dass die Überlegungen, dass 90% der Ressourcen der Kirche auf 10% der Katholiken gerichtet werden, die da sind. Was sind das für Gedanken? Allein die Worte verraten das schon. Das ist Soziologie, vermischt mit ein wenig Marktwirtschaft. So kann jemand reden, der auf der Kreissparkasse arbeitet. Und das ist nichts Ehrenrühriges. Aber das ist keine Institution des Glaubens. Wir müssen reden von Feuer und Salz. Wir müssen so reden, als wären wir davon durchdrungen. Aber wenn wir es nicht sind, wie können wir so reden? Natürlich nicht. Wer soll uns irgendetwas glauben, abnehmen? Wie soll das Evangelium verbreitet werden? Wie sollen Menschen zu Christus hinfinden? Wenn nur einer glaubte, liebe Schwestern und Brüder, wenn es auf dieser ganzen Welt nur einen einzigen Menschen gäbe, der wahrhaft glaubt, der wahrhaft gesalzen ist mit dem Evangelium und erfüllt vom Feuer des Geistes, er wäre imstande, die ganze Welt zu durchdringen und zu gewinnen für Christus. Nur einer.